hier haben wir Kaffeebohnen drauf. Ja, das ist ja schön. Das ist schön. So, wir müssen jetzt aber weitere Typen bauen. Wir müssen Typen bauen, ist auch geil. Ja, Mikrochip kann mal... Ist das Mikrochip? Ja. Ja, der kann mal stehen bleiben von mir aus. Weil wir den nicht brauchen. So. Nee, warte. So mache ich das gar nicht. Ich mache das so wieder. So und so hier hoch. Hm. Ich weiß, warum das jetzt mittlerer Schwierigkeitsgrad ist. Oh, Leute, Leute, Leute. Okay, müssen wir noch ein bisschen warten. Allerdings wollen die da aufsteigen. Können sie gerne machen. 33.000, jetzt warte mal. Wie viel brauche ich? Hier machen wir mal 2 oder 3. Kostet mich eine sowas. 30, ja, machen wir 2 lieber. Okay, können wir hier mit 20 Tonnen Carbon, hier könnte mal jemand einkaufen. Finde ich. Ja? Also wäre mal so langsam recht schön. 1, 2, 3, lassen wir mal ein bisschen was, ein paar Leute aufsteigen. So, und wir brauchen weitere Leute. Die kommen da hin und dann noch eine Straße. Bitte sehr, danke sehr. Was haben wir denn noch? Was brauchen wir? Hier brauche ich gar nichts. Hier hinten muss ich hin schon tief funktionales Essen. Wobei ich hier noch die Dinger bauen muss. Die Kaffee-Dinger. Dingens. Und hier brauche ich auch noch die Konzerthalle. Ja, Konzerthalle fängt auch mit F an. Ist ja dasselbe. Ich brauche Carbon. Alter, nee. Zuerst mal brauche ich auch ein Windrad. Also, du kommst jetzt erstmal hier hin. Dann lädst das ein. Dann kommst du hier hin. Lädst das ein. Wobei, da kannst du den Rest auch noch einladen. Dann fahren wir mal zum Herrn Ebashi. Ding. Meister. Ihre Forschung ist doch nicht etwa ins Stocken geraten. So, dann verkaufen wir 2800. Für 2800, ja. Seien Sie, wenn ich kurz angebunden bin, aber die Arbeit ruft. Komm, verkaufen wir einfach. So, dann müssen wir denen hier jetzt mal kurz die das funktionelle Essen sperren und das hier sperren. So, dann können wir das alles abladen. Die da hinten wollen aufsteigen, aber sehr gerne. Ich muss jetzt leider einmal die Steuern runtersetzen. Das wird jetzt einen kleinen Einbruch geben. Ja. Aber das wird sich jetzt hoffentlich gleich wieder fangen. Dadurch, dass hier die ganzen Leute einziehen. Ja, warten wir jetzt mal schnell. Hallo Trenchcoat. Negative Umwelteinflüsse belasten. Bla, bla, bla. Dafür habe ich jetzt keinen Kopf. Für negative Umwelteinflüsse. Der Safe Game ist nachher eh von Arsch. Hier. Ich bräuchte hier noch ein zweites Schiff. Aber das schaffe ich nicht. So, Handelsroute 1. Da kommst du nochmal mit dazu. Und du auch noch. In Doro Dingster. Einladen.
das. Helios ausladen, das. Ich wusste, dass es da lädst du. Nee, da hier lädst du noch funktionelles Essen ein, in Doro, nee, in Helios. Lädst du nur funktionelles Essen aus. So, passt. Dann hätten wir das schon mal geklärt. So, minus 190. Es liegt in unserer Hand, was minus 57. Hört mich die jetzt gekostet? Ach du Scheiße, minus 80 nochmal. Ich brauche unbedingt mehr Einwohner. Das geht jetzt nicht mehr. Ne, komm, einer! So, der lädt hier. Ach, der ist schon wieder da hinten. Okay, ja, gut. Dann kann ich hier jetzt anfangen, funktionelle Drinks zu produzieren. Kostet mich das jetzt wieder? Minus 60. Und ich habe kein Carbon. Fällt mir gerade so auf. Ich habe hier, hier habe ich noch 10 Tonnen Carbon. Bast. Wie schaut's hier aus? Das lassen wir mal aufsteigen. Da hat es eine Transporteinheit mehr. Ja, hier wird's mit dem T knapp. Hier wird's mit dem T aber ganz schön knapp. Deshalb bauen wir noch ein normal T. Wo bist du? Da bist du. So, noch einmal T. Wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob eins reicht. Keine Häuser, Tee brauche ich. Bauen wir hier hin. So. Ja, ein bisschen was an Leuten muss noch. Deshalb müssen wir das ganze Ding jetzt kurz runterdrehen und jetzt kommt, macht. Oh, es wollen noch wieder welche aufsteigen. Es wollen wieder welche aufsteigen. Es wollen wieder welche aufsteigen. Na komm, zieht ein, Leute. Ich habe nicht so viel Geld. Ich warte jetzt erstmal, bis alle aufsteigen wollen. So, ist es jetzt vorbei? Ist das nicht Wahnsinn, was wir schon alles geschafft haben? Ja, purer Wahnsinn. Kommt, jetzt zieht ein, Leute. Ich habe nicht so viel Zeit. Nicht so viel Geld. Okay, jetzt zwei noch. So, jetzt. Plus 86. Ne, 68. 86 wäre immer besser gefallen. Ja, Tycoons, ist mir wurscht, ob ihr blinkt. Da blinken, bis ihr schwarz werdet. 8. So, jetzt einmal eine funktionelle Drinkfabrik. Plus 8 nur noch. Wie viel an funktionellem Essen? 23 Tonnen. Das würde hoffen, es reicht hoffentlich für die jetzt ein bisschen. Wieder 3 Tonnen bloß. Ich lasse es noch ein bisschen produzieren. Jetzt hier. Funktionelle Drinks. Oder Funktionsdrinks. Aber wurscht. Damit wir ein bisschen was haben. Und damit wir dann gleich Forscher machen können. Für Forscher brauche ich, glaube ich, Carbon. Aber ich glaube 5 reicht locker, aber holen wir trotzdem lieber noch was ab. So, fahren wir noch schnell mal da hoch. Verkauft man nochmal 10 Tonnen Carbon. Willkommen bei SAAT. Wenn Sie mich dann bitte entschuldigen. Ja, ich entschuldige dich. Was, wie viel brauche ich da? Okay. Dann fangen wir jetzt nochmal an hier. Energieversorgung mangelhaft. Ach, Energieversorgung mangelhaft. So, da hinten.
Minus 40. Habe ich genug Tee? Ist die Frage. Schaut nicht gut aus. Schaut nicht so gut aus. Deshalb bauen wir hier nochmal kurz Tee hin. Eine Brücke, danke. Also, hätten wir die nochmal hier. Einer darf weiter aufsteigen. Wir schreiben weiterhin rote Zahlen. Die Forschung muss bloß schnell vorangehen. Und wenn wir jetzt genug Synthetik-Drinks haben und genug funktionales Essen, damit da einer wenigstens aufsteigen kann, wir brauchen nur bloß einen, der aufsteigt. Hier können wir, ja, hier können wir noch ein bisschen was raushauen bei den Forschern. Neuer Prototyp entwickelt. Ja, das ist schön für euch. Will da eigentlich noch jemand aufsteigen? Das brauche ich für den nächsten wieder 20 Tonnen. Ja gut, die habe ich gleich wieder da. Ah, jetzt wollen sie aufsteigen. Na, sonst keiner mehr. Scheint nicht so. So, jetzt alle rein da. Rein ins Haus. Wenn ich mir vorstelle, wir sollen das nächste, beim nächsten Level, also auf schwer dann, mit noch weniger Geld starten und noch höher rausklettern, also noch höher raufkommen, dann dreht sich bei mir der Magen um, ganz ehrlich. 36 Tonnen, nehmen wir 18 Tonnen, gut, dann schalten wir das jetzt frei. Schauen wir mal. Wissenschaftliche Ergebnisse kann man nicht einfach herbeizaubern, aber ich bemühe mich weiter. Na? Oder wollen die erst hier aufsteigen? Okay, einer will aufsteigen. Lassen wir das mal aufsteigen. Wollen sie hier auch noch aufsteigen? Jetzt wollen sie nicht mehr aufsteigen. Okay, neue Bevölkerungsgruppe erfasst. Damit können wir bei zwei Arbeitsdrohnen bauen. Kostet auch wieder 5000. Aber danach sollten wir es haben. Danach sollten wir es geschafft haben. Also sollten, ne? Weißt du. Sollten. Das ist immer so eine Sache. Okay, 17 Tonnen Carbon. Ich weiß nämlich nicht, wie lange ich das mit den funktionellen Drinks doch erfüllen kann. Wobei das ja nicht so viele sind da unten. Sollte schon ein bisschen herhalten, Digga. Ganze Scheiße. So, dann setzen wir bei denen mal die Steuern ein bisschen runter. Können wir das alles nochmal hochsetzen. So. Genau, dann setzen wir nochmal die Steuern hoch. Bei den Forschern kommen die Steuern eh da hoch. Plus 124 gefällt mir. Na, Trashcode. So. Jetzt müssen wir eigentlich bloß noch warten, bis diese Arbeitsdrohnen fertig sind. Produktionsstillstand. Ach, da haben wir immer ein Prototyp an elektroaktiven Mikroorganismen. Oh, das. Okay, das laden wir jetzt alles schon mal ein. Obwohl, jetzt wartet. Ich bin mal gespannt, vielleicht bleibt das ja in der Arche. Also vielleicht wird das ja meiner anderen Arche zugeordnet, zugeteilt. So. Kommst du. Machst du. Schneller. Modulentwicklung abgeschlossen.
Der Wissenschaftsrat ist Ihnen zu Dank verpflichtet. Yes. Diese Sache muss vom Tisch, bevor sie höhere Wellen schlägt. Danke. Und das lassen wir jetzt nochmal richtig schön auf der Zunge zergehen, wie dieses U-Boot untertaucht. Und dann den letzten Gang antritt. Das hört sich jetzt so an, als würde es gleich versenkt werden oder so. Ihr Beitrag bringt ETO einen weiteren Schritt voran. Danke. Gute Arbeit. Ich bin froh, dass Professor Devi Sie mit ins Team geholt hat. In der Tat. Dank Ihrer Hilfe konnten wir alle Vorbereitungen vor dem Zeitplan abschließen. Bei wem wollte ich die Karrierepunkte investieren? Natürlich bei den Techs. Plus 150, hey. Weiter. Ja, 2,5 Stunden. Was hat's gedauert? Bin mal gespannt, wie ich das schneide. Wie viele Parts. Schwierigkeitsgrad leichtes Spiel. Ich dachte, das wäre mittlere Schwierigkeit, aber naja. Schwierigkeit, nicht Schwierigkeit. Ja, zur Missionsübersicht. Was? Der Weltrat erbittet Ihre Unterstützung in dieser Sache. Danke, hier tatsächlich mit der künftige Nutzung der Gamma-Erträge bereits. Die exakte Konstruktionsplätze für den Kraftwerk können inzwischen weiter konkretisiert werden, wodurch wir von einer Leitung der finalen Projektphase schaffen, die wir von der Ja. Das ist schön für dich. Und das nächste Mal machen wir dann der entscheidende Durchbruch. Letzte Phase, Prototyp zusammensetzen. Schwerer Schwierigkeitsgrad. Ne? Da werden wir noch Spaß haben. Gut, aber dann sag ich mal, für heute soll's genug sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald. Ciao.